Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Pokémon Weiß. Ich habe jetzt. Ach nee, nicht Pokémon Weiß, Let's Play Pokémon Platin. Ist das immer noch drin? Okay, ich habe gedacht, ich hätte es jetzt langsam drauf. Trostus sind wir immer noch. Ich glaube, wir können direkt weitergehen. Und zwar habe ich jetzt meine Steuerung auf ein Gamepad umgesetzt. Einfach aus dem Grund. Warum kommen wir denn nicht hoch? Dass wir dann keine Tastaturgeräusche in der Aufnahme haben. So, und jetzt gehen wir erst einmal rein und kaufen uns Kumu-Milch. Nur 500, okay. Ein Dutzend. Wir holen uns jetzt einfach mal ein paar. Weil Kumu-Milch ist sehr effektiv, also vom Preis-Leistungsverhältnis her. Deswegen ist sie auch, ja, erklärt sich eigentlich von selbst, warum wir dann so viel kaufen wollen. Na, jetzt haben wir nur eine Flasche. Weil es dauert doch schon seine Zeit, wenn man da die ganze Zeit kaufen will. Oh, warte, ich könnte da unten das mal wieder umstellen. Oh, das geht nicht, okay. Na dann. Dann lassen wir es einfach mal so. Ah, ich drücke die ganze Zeit auf eine Flasche. So, jetzt aber, komm. Eine Flasche kostet 500. Eine Dutzend, genau. Holen wir nochmal ein Dutzend, das soll dann für den Anfang reichen. Ich denke nicht, dass wir so viele dann brauchen werden. Natürlich werden wir es irgendwann brauchen, aber für den Anfang reichen diese 40 Stück oder wie viel wir auch jetzt immer haben. Okay, ich glaube, da musste man mit einer Gießkanne oder so dran vorbei. Bin ich mir jetzt aber nicht sicher. Ich komme da die ganze Zeit, der läuft die ganze Zeit so ein bisschen hinher. Wegen dem Gamepad. Okay, dann gehen wir jetzt einfach mal weiter. Ich bin ein Schatzsucher, okay. Sehr schön. Ich habe jetzt gar nicht nach unserem Team geschaut, aber da dürfte sich nicht viel geändert haben. Okay, außer dass Wendigo jetzt Level 27 ist, okay. Kampf. Kugelsaat werden wir mal benutzen. Achso, ich hab gedacht, Kugelsaat wäre Egelsame, aber das ist ja gar nicht. Naja, nicht so wirklich effektiv. Aber wenigstens geht sein Hyperstrahl daneben. Sandwirbel können wir nicht benutzen. Ruckzuckhieb wird auch nicht viel Schaden machen, deswegen tauschen wir aus. Zu unserem Wupan. Der ist noch 28, okay. Und wir sind verwirrt. Das ist sehr, sehr schön, aber ich denke, wenn wir jetzt einfach das Flammenrad treffen würden, ja, dann dürften wir das gute Bronze besiegt haben. Leider nicht. Dann halt beim nächsten Mal. So viel dürfte er wohl nicht aushalten. Obwohl, ich hätte glaube ich, Tempo-Hieb benutzen können. Dürfte eigentlich auch recht effektiv sein. Ja, zum Glück geht die Hypnose daneben. Und wir sind nicht mehr verwirrt. Das ist schon mal gut. Ich hoffe, unser Wendigo, unser Pulipurba hat noch EP-Teiler drin. Nein, er hat es nicht mehr. Okay. Und jetzt Chilterus ein. Lassen wir einfach Wupan drin. Und machen direkt mit Flammenrad. Ne, wir versuchen einmal Tempo-Hieb. Das dürfte nämlich stärker sein. Oder es macht einen Volltreffer. So.
Wir heilen uns nochmal für, was war es, 15 oder 25% des verursachten Schadens. Weiß ich jetzt gar nicht so genau. Aber es war um sowas um den Dreh, weil ich ja im letzten Part von mir gerätselt habe, was Seegesang ist. Und gedacht habe, dass es vielleicht nur bei Wasserattacken oder sonst was heilt. Ich gehe mal langsamer. Ich bin doch auch okay. Uninteressant für uns. Da oben haben wir wahrscheinlich alles abgesucht, wo wir jetzt hergekommen sind. Oh, TM66. Was könnte das sein? Ah, Gegenstoß, okay. Das ist jetzt nicht von Relevanz für uns. Und wir gehen hier lang. Denn wir wollen unsere Pokémon auch ein bisschen trainieren. Ich denke, Level 30 beim nächsten Arena-Leiter ist schon ganz ordentlich. Eigentlich Bunkel, da ist unser Wendigo, unser für Pulipurpa, doch schon mal gut ausgewählt. Sogar Level 26er. Der dürfte uns ja dann doch ordentlich Erfahrung geben. Unser Kugelsack macht nicht so viel mehr Damage. Aber ich würde gerne die Erfahrung komplett auf Wendigo haben. Angriff von Wendigo steigt. Okay, dafür sind wir verwirrt. Ich denke, das nehmen wir in Kauf. Unpraktisch ist es natürlich, dass es regnet. Das ist aber Spezialangriff, oder? Nee, das scheint auch ein normaler Angriff zu sein, Kugelsart. Komm. Machen wir ein bisschen öfters als dreimal. Nee. Gibt's überhaupt öfters als dreimal? Weil wir haben jetzt dreimal benutzt, dreimal getroffen. Dreimal getroffen, so. Ich mach nochmal Kugelsart. Ich denke, Ruckzuck-Hieb würde reißen, aber ich will es nicht riskieren. Außerdem habe ich dann das Gefühl, dass wir uns selber verletzen, sobald wir Ruckzuck-Hieb benutzen. So, 462 Erfahrung. Ist gar nicht so viel. Ich wäre jetzt davon ausgegangen, dass das direkt ein Level Up. Oh, da aufpassen, nicht, dass ich da jetzt runterfalle. So, hier ist nix. Und unten gibt es ein Item. Okay. Ein Hypertrank, das ist schon mal nett. So, da oben ist nix. Da können wir überall Zerschneider verwenden. Würde uns nichts ersparen. Warum sollte man da oben Zerschneider verwenden? Oder ist da ein Item versteckt? Aber wahrscheinlich um den Trainer zu umgehen. Und das Gras. Ja. Naja, wir wollen aber kämpfen. Und noch ein Klibunkel. Und es regnet weiterhin. Aber wir werden mit Kugelsatz unser Klibunkel als das gegnerische Klibunkel unter Beschuss nehmen. In der Hoffnung, dass es doch relativ schnell stirbt. Siehst du, schon wieder, dreimal. Ich könnte schwören, das geht nicht öfters, aber was weiß ich denn schon? Wir werden es ja irgendwann sehen, wenn es doch dann irgendwann mal öfters treffen sollte. Dreimal. Oh, guck, jetzt geht's. Fünfmal getroffen, dann noch ein Ruckzuck-Hieb hinterher. Und Giftscher Rombly, sind wir nicht vergiftet? Nee? Okay, gut. Wahrscheinlich ist es Kugelsaat.
gar nicht so stark. Vielleicht sollten wir einfach mit Ruckzuckhieb angreifen. Ein Mascholo. Ein Mascholo, das wäre gegen Kampf relativ anfällig, denke ich. Wir versuchen es mit Kugelsaat erstmal. Ruckzuckhieb dürfte auf keinen Fall effektiv sein. Aber Kugelsaat ist ja vollkommen okay, jetzt vom Schaden her. Und dann noch ein Volltreffer. Wenn wir jetzt noch viermal treffen würden, würde es ja schon reichen. Obwohl der Schaden gerade sehr gering ist. Einmal getroffen. Ein Geradeschlag, der uns nicht besiegt. Und Ruckzuckhieb hinterher. Das reicht doch hoffentlich. Ja, tut's. Und nochmal 300 Erfahrung. Okay, noch zwei Pokémon. Oder drei. Da hätten wir das Level ab. Mediti. Ich denke, das kann ich ganz gut mit allem angreifen. Das hat, glaube ich, auch wohl, das hat relativ gute Verteidigung, wenn ich mich nicht irre. Wir versuchen es einfach mal. Kugelsaat, wie immer, relativ schwach. Aber die Masse macht's. Zweimal getroffen, okay. Das ist natürlich ein bisschen schwach. Trifft unser Kugelsaat nicht. Okay. Er wird aber wohl kaum zweimal Scanner benutzen können. So. 12 Schaden. Nee. Zweimal getroffen, so. Das war auch irgendwo abzusehen. Ich denke, ich mach mal. Okay. Scanner geht vor Ruckzuckhieb. Ich dachte, Ruckzuckhieb wäre schneller. Und wieder Scanner, okay. Er kriegt zweimal hin. Aber ich denke, jetzt werden wir es besiegen können. Ruckzuckhieb wird wahrscheinlich nicht reichen. Oder? Nee, macht's nicht, aber das ist kein Problem. Ah, schon wieder Scanner. Jetzt haben wir es besiegt. Ich hoffe, das war auch das Letzte. Ich hätte nämlich keinen Nerv noch in. Da will ich einfach eintauschen. In der Hoffnung, dass Wendigo Level Up durch die geteilte Erfahrung bekommt. So, wir rennen mal. Ups, ups, ups. Das wollte ich nicht. Ich will hier das an das Item ran. Schockwelle. Schockwelle ist ganz okay, wenn ich mich richtig entsinne. So, da oben gibt es da was. Ja, da gibt es ein Item. Dann gehen wir auch an das Item ran. KP Plus, schon mal ganz gut. Und ein Schlurp. Oh, das ist interessant. Und Schlurp besiegen wir aber einfach. Obwohl ein Lamos natürlich ziemlich cool ist. Na, ich sollte Ruckzuckhieb nutzen. Aber ich könnte auch einfach wegrennen. Ups, das wollte ich nicht. So, hier runter. Und gegen dich kämpfen. Komm. Okay, der will nicht kämpfen, aber die zwei. Ein Hyperheiler. Okay. Ich wollte ja eigentlich da unten das Bild noch anpassen. Ein Staravia. Brauchen wir nicht.
deswegen flüchten wir. Mit Betroher sogar, gar nicht so schlecht. So, komm, jetzt kämpft da bitte beide gegen mich. Ja. Und beide grün sogar. Cool. Eine Roselia, was für unser Upan sehr einfach sein sollte. Und Squawkler greife ich einfach mit Ruckzuckhieb an. Oder ich greife mit Ruckzuckhieb Roselia an. Einfach aus dem Grund, falls Upan es nicht besiegen kann. Dann ist es auf jeden Fall weg. Was hätte eigentlich kein Problem sein sollen. Aber sicher ist sicher. So, da hätten wir das Level Up für Wendigo. Und Wupan bekommt jetzt das Level Up. Oh, die haben 6 Pokémon, das fällt mir jetzt erst auf. Ein Trassler, das hätte ich gerne. Okay, dann können wir Squawkler mit Ruckzuckhieb angreifen. Und Trassler mit Flammenrad. Das dürfte ja fast reichen. Okay. Spezialangriff steigt, Spezialverteidigung. Das wird dir aber nichts nützen, denn du solltest jetzt besiegt sein. Na komm, wir machen mal Ruckzuckhieb. Kugelsaat dauert mir einfach zu lang. Hm. Obwohl, Ruckzuckhieb, das macht keinen Damage. Ein Schlurp. Ich denke, Schlurp greifen wir mit Ruckzuckhieb einmal an und einmal mit Tempohieb. Das ist sehr effektiv, genau. Und Ruckzuckhieb ist natürlich nicht effektiv, aber Kugelsaat dauert mir zu lang, wie gesagt. Ruckzuckhieb. Ach komm, wir versuchen es einfach mal mit Kugelsaat. Und Tempohieb auf Schlupf. Und das Level Up für Wupan hoffentlich. Ne, okay. Dann wahrscheinlich nach Squawkler. Es trifft halt nur zweimal. Das ist halt mega schlecht. Und dann ist es noch vergiftet. Okay. Ja, war mir schon klar. Das war mir eigentlich schon klar. Chris sollte besser sein, deswegen hole ich Neo rein. Sternschauer, genau, aber Squawkler wird nicht, es kommt kein weiteres Pokémon, also wäre es egal, was wir benutzen. Auch hier Tempohieb. Ja, da haben wir das Level Up. Folterknecht zu erlernen, aber eigentlich wollen wir keinen Folterknecht, aber wir schauen mal, was Offenlegung kann. Weil Glut brauchen wir eigentlich nicht mehr. Ja, komm, Offenlegung brauchen wir nicht. Nee, Folterknecht. Ja,
Ja, dann soll er halt bitte sein Pokémon rausholen. Zeppelin, genau. Trifft Zeppelin. Da ist Wasserdüse einmal und Flammenrad, denke ich, die beste Wahl. So sollte es auch dann besiegt sein. Nee, nicht. Ich habe gedacht, Flammenrad wäre stark. Habe ich mich wohl geirrt. Unheilbö ist relativ stark, würde ich behaupten. Ja. Oh, das war ein Volltreffer. Dann sowieso. Und nochmal Unheilböle. Unheilböen. Das bedeutet, Neo ist auch besiegt. Ich hatte nicht damit gerechnet, dass ach stimmt, er hat ja seine Initiative gesteigert. Das trifft Zeppelin schneller als Neo ist. Spätestens jetzt wäre Neo eh besiegt gewesen. Naja, haben wir wenigstens die Erfahrung für Wukan allein. Und wir nehmen... Ah, wir haben Fiona dabei. Aber ich denke kaum, dass das unser... ein Pokémon zum Trainieren ist. Ich denke, das wurde einfach gefangen. Für Fliegen. Oh, ein Bamelin. Sehr schön. Dann haben wir ja das richtige Pokémon draußen. Und mit dir machen wir Tempo-Hieb. Das dürfte kein One-Hit sein. Das wäre ein bisschen verwunderlich. Ich unterschätze Tempo-Hieb immer ein bisschen. Aber eigentlich ist das ziemlich stark. Okay, jetzt haben wir nicht mehr so viel Zeit. Ich schaue mal gerade, wie viel Erfahrung Lupin schon hat. Das ist schon kurz vom Level-Up. Dann würde ich nämlich behaupten, trainieren wir es noch schnell. Ich denke, da hinten dürfte kein Trainer mehr kommen. Oder? Ne, da geht es nämlich in die Stadt rein. Jetzt haben wir extra ganz viel Kumu-Milch gekauft, damit wir... Oh, ein Meryl! Damit wir unsere Pokémon heilen können, benutzen es aber nicht. Na, ich denke, wir sind ja eh kurz vom Pokécenter, das ist egal, ob unsere Pokémon besiegt sind oder nicht. Ich würde jetzt nur Wupan noch gerne auf Level 30 bringen, die Folge. Ich habe zwar eine Schwäche gegen Wasser, aber wir sind so weit im Level voraus. Da macht es, denke ich, recht wenig aus. Und wenn er Walzer benutzt, soll uns das eh egal sein. Ich hoffe, die Erfahrung ist wenigstens gut genug, dass sich das lohnt. Ja komm, da schauen wir noch. Denn wir haben nur noch eine Minute. Also eigentlich schaffen wir es nicht mehr. Aber ich mache das jetzt noch die Folge. Gerade ein Schlurp ist ja schnell besiegt mit dem Tempo-Hieb. Wickel. Oh Gott. Das ist sowas von nervig. Ja gut, dann mache ich jetzt mal kurz eine Pause und wir sehen uns dann, wenn Wupan Level 30 ist. So, das sind wir. Nach zwei weiteren Pokémon sind wir Level 30. Wir werden fast besiegt worden.
von einem Sterbier. Aber wir haben ja auch keine Heil-Items benutzt. So, wir holen auch ganz schnell die Bären hier. Und stellen uns direkt vor die Tür. So, dann speichern wir. Und dann wär's das für den Part. Die nächste Folge seht ihr wie immer bei Kilian. Und auf Wiedersehen.